Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die beste Unbox von Bass Sultan Hengst. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bester Mann von Bass Sultan Hengst, das Ganze heute am 25. Januar 2019 erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier die Rückseite und speziell den Hintern einer jungen Frau. Auf der linken Po-Backe in diesem Fall haben wir dann den Stempel bzw. ja, das Logo, den Schriftzug Bass Sultan Hengst. Unten ist das Ganze schwarz. Auf der rechten Seite haben wir dann den Arm der Frau und bester Mann, darunter Bass Sultan Hengst. Oben blank schwarz, links ebenfalls beschriftet, auch wieder mit Arm. Und die Rückseite glatt schwarz mit Logo. Und hier haben wir dann noch Size M. Dazu kommen wir dann noch, das Ganze ist ein Sticker mit Barcode, denn der Boxinhalt war in verschiedenen Größen auswählbar. Gut, das Ganze ist eine reguläre Klappbox, geht dann hier auf der Seite auf. Dann haben wir hier einmal einen Pullover, ein Longsleeve dabei. Instrumentals zum Album, das Album an sich, diverse Sticker, 1, 2, 3 Poster. Von innen die Box glatt weiß, machen wir mal zur Seite und nachdem wir hier nichts in Folie haben, sparen wir uns in diesem Fall das Aufschneiden mit dem Messer und können direkt mit dem Album starten. So sieht das aus. Bass Sultan Hengst lesen wir hier oben links wieder. Dann haben wir hier ein Standard Schulcase. Auf der Seite lesen wir ebenfalls bester Mann. Und auch hier haben wir eine knapp bekleidete Frau hier abgebildet. In diesem Fall nicht nackt, aber nur in Unterwäsche. Und dann haben wir hier einmal den 23 Wodka auf ihrem Gesäß abgestellt. Und hier haben wir dann Bass Sultan Hengst, den Interpreten im Bademantel. Ja, die CD, das Cover sieht etwas schmutzig aus, kommt daher, ihr seht selbst, dass es draußen etwas kalt ist, deswegen ist die CD irgendwie angelaufen beim Versand, beim Transport. Ich werde es mal kurz abwischen, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Gut, von hinten sieht das Ganze dann so aus. Da haben wir diese knapp bekleidete Frau mal von der Vorderansicht. Und wir haben hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Features gibt es keine. Es sind wirklich 13 Solo-Tracks. Und dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Von der Seite sieht das so aus. In Rot lesen wir hier Bass Sultan Hengst. Und dann in Weiß bester Mann. Ja, es wurde mehrfach verschoben. Und heute am 25. Januar war es dann endlich soweit. Es ist das 9. Soloalbum von Bass Sultan Hengst. Booklet ist relativ dünn gehalten, also hier wirklich nur eine Doppelseite. Wir haben hier einmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, wer hat das Ganze geschrieben, wer hat die Beats produziert, gemixt, gemastert, etc. Auch hier wieder Hengst mit dieser knapp bekleideten Dame. So sieht das aus. Dann hier nochmal mit Uhr. Also das könnte man eventuell sogar als Wendecover verwenden. Gut, dann schauen wir uns die Album-CD an, die dem Artwork gerecht natürlich auch hier wieder dieser nackte Frauenhintern. So sieht das aus. Rot-schwarz, der Hintergrund. Dann haben wir zum Album die Instrumentals. So sehen die aus. Wir haben hier Hengst am Telefonieren mit einer, das dürfte wohl Champagner sein, mit einer Champagnerflasche. Bester Mann Instrumentals lesen wir hier, wieder das Logo und hier rechts im Hintergrund sehen wir eine Frau oben ohne. Okay, also es wird hier wirklich durchgezogen vom Artwork hier, ja. Auch hier wieder. Und dann haben wir hier noch 13 Tracks aufgelistet, bedeutet wir haben bei den 13 Album-Tracks
keine Skits oder irgendwelche Lückenfüller, sondern 13 Tracks ergeben dann in diesem Fall auch 13 Beats. So, sitzt wohl an einer Badewanne. Dann haben wir die Instrumentals, die sehen so aus, die Frau hier am Auspusten von sehr viel Rauch, hängst ja mittlerweile auch im Liquids-Geschäft, daher durchaus passendes Bild. Dann haben wir einen Longsleeve mit dabei, und zwar ist dieser in Schwarz und Weiß. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Wie wir ja wissen, beziehungsweise auf der Box schon gesehen haben, habe ich mich in diesem Fall für Größe M entschieden. Ich glaube, es war von M bis XL oder XXL alles frei wählbar. Gut, wir haben hier einmal auf der Brust, auf der linken Brust, diesen Pferdekopf im Quadrat. Darunter lesen wir dann Bass Sultan Hengst. Dann haben wir die Ärmel. Die Arme hier ebenfalls beschriftet. Und zwar haben wir hier einmal auf dem linken Arm Hengst, riesengroß. Auf der rechten Seite, auf dem rechten Arm, muss das Ganze irgendwie mal ein bisschen besser halten. Da ist die Frage. Ist leider genau hier in der Mitte abgeknickt, aber ihr könnt das hier ungefähr erahnen. Sultan lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einen riesen Backprint. Hier haben wir auch nochmal diesen riesen Pferdekopf und den Schriftzug des Interpreten. Also, vom Bedrucken her echt das meistbedruckte Oberteil, das ich hier in einer Box vorgefunden habe. Falls ihr noch irgendein anderes wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ein Longsleeve bzw. generell Shirt oder Oberteil, wo wirklich alles bedruckt war, von den Ärmeln, vom Rücken bis hin zur Brust, hat es meines Wissens noch nie gegeben. Hier haben wir dann nochmal Bass Sultan Hengst Größe M stehen. Der Zettel wurde in diesem Fall rausgetrennt. Schade. Jetzt kann ich euch leider nicht mehr sagen, was das Ganze ist. Also vom Material bzw. von der Herkunft her. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier noch einen Zettel vorfinden. Aber ich befürchte, nein. Also, das hat man sich hier echt dann erspart. Hat man einfach nur hier reingemacht und dieser wurde dann eben rausgetrennt. Schade. Dann haben wir 1, 2, 3 Poster. Also das ist echt eine Menge. Und wenn ich richtig informiert bin, sind auch alle drei doppelseitig bedruckt. Bedeutet, wir hätten dann sage und schreibe 6 Poster. Das ist echt unfassbar viel. Wir kommen zu Poster Nummer 1. Wir haben hier einmal den guten Herrn abgebildet auf einem schwarzen, ja, was ist das? Ledersessel. Und Hintergrund ist weiß. Dann haben wir hier links noch, sieht aus wie ein Spiegel, irgendwie wie eine Garderobe oder so. Das ist ein Hotelzimmer, also sehr ungewöhnlich. Und dann rechts noch eine Reisetasche, in diesem Fall von Louis Vuitton zu sehen. Gut, dieses Poster im Querformat. Wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir nochmal das Logo in Schwarz und Weiß. Dieses Poster dann im Hochformat. So, dann packen wir das mal wieder zusammen und kommen zu Poster Nummer 2. Poster Nummer 2 ebenfalls doppelseitig bedruckt. Auf der ersten Seite haben wir wieder den Interpreten abgebildet mit dieser knapp bekleideten Frau, in diesem Fall wieder oben ohne. Das kennen wir bereits, ich glaube, aus dem Booklet, dieses Foto. Und ja, was soll man dazu sagen? Das Ganze ist im Querformat. Hintergrund so dunkelgrau und eben der Interpret plus diese Dame. Und die Rückseite ist dann wieder im Hochformat und hier haben wir dann das Cover der Box. Hier haben wir wieder diesen nackten Frauenhintern mit dem Logo. So sieht das aus.
Also hier dann wieder im Hochformat. Also, noch nie, nicht mal bei Schwester Eva, so viele knapp bekleidete Frauen in einem Booklet, geschweige denn auf Postern gesehen. Hoppla. Und dann haben wir auch schon das letzte Poster. So, wir haben hier einmal im Hochformat den Sultan sitzend auf einem roten Sessel, beziehungsweise auch wieder auf einer Couch. Rolex ist am Start. Und hier oben rechts dann wieder das Logo. Und die Rückseite, wie sollte es anders sein? Auch hier wieder im Querformat. Natürlich darf diese Frau nicht fehlen. Ja, das waren die Poster. Also, wie wir gesehen haben, 6 Poster gesamt, also 3 doppelseitig bedruckt und jedes dieser Poster jeweils einmal quer und einmal hochformatig bedruckt. Und dann kommen wir zu den Sticker. Und zwar haben wir hier einmal einen Sticker im Hochformat, Ketten raus, Kragen hoch. Dann einen Sticker mit dem alten Schriftzug von Bas-Sultan Hengst in Rot und Schwarz. Dann einmal diesen hier in diesem blau-roten Licht. Einen Berlin bleibt hart Sticker und einmal wieder das Boxcover. Also 5 Sticker gibt es hier. Format ist ziemlich groß. A6 müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Also damit kann man auf jeden Fall einiges anfangen. Auch wenn die jeweils nur einmal drin sind, aber die Größe und die Qualität sind auf jeden Fall hervorragend. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese 5 Sticker im Querformat bzw. Hochformat. Dann haben wir diese 3 Poster, allesamt doppelseitig bedruckt, jeweils Querformat und Hochformat. Die Instrumentals zum Album, Longsleeve bedruckt, wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Und natürlich das Album an sich, Bester Mann, mit insgesamt 13 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Bester Mann von Bas-Sultan Hengst. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bas-Sultan Hengst unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.